DDR Anfang der 1980er Jahre. Zeit des Wettrüstens, Zeit der Umweltverschmutzung und Zeit des politischen Aufbruchs der Opposition. In Dresden agiert ein Mailart-Netzwerk. Postkarten, gedruckt von Jürgen Gottschalk, versendeten alle Welt. Kommunikation durch Kunst per Post. Für das Regime in der DDR eine Provokation. Schnell ist die Gruppe um den Grafiker Gottschalk im Visier der Stasi. Der operative Vorgang: Feind. Jahrelange Bespitzelung, Berufsverbot, Ausreiseantrag, Haft und schließlich 1985 Ausreise mit Freikauf in die BRD. Die Stationen eines zerstörten Lebens. Jürgen Gottschalk hat bereits 2006 im Rahmen der Schriftenreihe des sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur seine Geschichte veröffentlicht. Ein erster Schritt, sich der Vergangenheit zu stellen, das Erlebte zu verarbeiten. Nun, über 10 Jahre später, ist es 2019 an der Zeit, das Buch Druckstellen, die Zerstörung einer Dresdner Künstlerbiografie durch die Stasi, in überarbeiteter Form neu aufzulegen. Erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt. Es gab vieles, was noch nicht erzählt war. Auch ein Rückblick war jetzt wichtig. Zum einen finden sich nun in dem Buch einige ausgewählte Mailart-Abbildungen, um das, was für die Stasi eine Provokation war, visuell zu untermauern. Andererseits ist der operative Vorgang Feind nicht nur auf unzähligen Seiten der Stasi-Akte von Jürgen Gottschalk dokumentiert. Sogar eine Diplomarbeit hat Gottschalks Stasi-Offizier über die Zersetzung der Mailart-Künstler verfasst. Im aktuellen Buch findet sich im Anhang die gesamte Diplomarbeit zum Nachlesen, auch wenn der Abdruck doch eine recht kleine Schrift hat. Mit dem 2017 von Dr. Nancy Ares, stellvertretende Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen, geführten Interview erfährt der Leser noch mehr über den Autor. Aber auch Jürgen Gottschalk selbst wirft noch einmal einen Blick zurück. Kritisch reflektiert er die Zeit der politischen Verfolgung in der DDR und des Ankommens im Westen, seine Zeit und die der DDR-Bürger nach 1990. Jürgen Gottschalk resümiert hierzu: Zwischen dem Wegducken vor der Verantwortung für das eigene Tun und dem übereifrigen Anpassen an die neuen Verhältnisse polarisierte sich eine Gesellschaft, die nie eine Chance bekam, die eigenen Träume auszuprobieren. Und es ist dem Autor wichtig, dass gerade auch junge Leute mental dahin kommen, sich nicht alles bieten zu lassen, die Missstände der Zeit nicht als Gott gegeben hinzunehmen, kein willenloser Mitläufer, sondern Sand im Getriebe zu sein. Mit dem Buch zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, die gewonnene Freiheit jeden Tag aufs Neue zu verteidigen.